Die nächste Falle wartet direkt schon auf uns. Ja, okay, wir speichern. Wir schmeißen wieder Licht an und... Okay. Irgendwo brennt Licht. Und wir können hoffentlich erstmal ganz in Ruhe Granaten einsammeln. Hoffentlich, ja. Danke. Okay. Ach. So viel dazu. So viel dazu. Okay. War jetzt aber nicht so kompliziert. Nicht so wie das letzte Mal mit dieser einen Kugel, wo ich irgendwie ewig gebraucht habe. Doch, ist es nicht eine Stachelwand sogar wieder? Da ist auf jeden Fall eine Fackel. Nein, da geht's nach oben. Aha. Okay, und geradezu. Scheint auch nur eine Fackel zu sein. Ja, geradezu war einfach nur... Hier ist übrigens die Kugel. Na gut, okay. Und ich höre irgendwo noch andere Geräusche. Okay, bringen wir es hinter uns. Aha. Kleines Gewölbe hier. Und es ist fast schon, es gefällt uns schon fast nicht, dass es hier keine weitere Kugel gibt. Das macht uns, macht das alles ein bisschen suspekt. Zumal da vorne irgendwie zu ist. Ja, sehr merkwürdig. Ah. Ah, ja, jetzt sind wir an der Stelle, okay. Ja, das ist jetzt, glaube ich, mit der schwierigste und komplizierteste Teil hier in diesem Level. Ja, genau. Ganz genau. Das ist sehr gemein. Und es gibt jetzt hier an dieser Stelle eben auch verschiedene Pfade. Und wir müssen mal gucken, also ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier noch zusammenkriege, wie das war. Allerdings ist der schwierigste Pfad auch der mit den meisten Pickups, so wie immer. Aber ich bin gerade nach wie vor einfach immer noch beunruhigt über diesen Anfang. Ich habe das Gefühl, wir haben was übersehen. Ich habe was übersehen. Das wäre natürlich nicht so schön. Das macht mich schon ein bisschen kirre, weil gerade wenn es jetzt um diese schwere Stelle geht, habe ich eigentlich keine Lust, das nochmal zu machen, wenn ich dann da am Anfang was übersehen habe, was Wichtiges. Ja, also ich weiß, ich mache das sonst in der Regel eigentlich nicht, aber das wurmt mich jetzt hier gerade ein bisschen. Also ich gucke als erstes mal an meine Notizen, ob ich dort was finde, und wenn ich da nichts finde, also dann, ja, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie was ist, nicht so hoch. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mal einen Blick in die Komplettlösung werfen an dieser Stelle. Also jetzt nicht für das, was vor uns liegt, sondern einfach für das, was hinter uns liegt. Einfach, damit ich sicher gehen kann, dass ich nichts übersehen habe, weil, wie gesagt, ich möchte das, was jetzt vor mir liegt, möchte ich nicht zweimal machen müssen. Das wäre doof. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, bis gleich. Also es scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Okay.
Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt hier zwei verschiedene Pfade. Wir müssen, also ich glaube, wenn wir jetzt den einen gehen, den ich ganz gerne gehen würde, dann kriegen wir, glaube ich, dieses eine große Medipack hier nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir nicht kriegen, was man nur auf dem anderen Pfad kriegt, aber ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, wie und in welcher Reihenfolge. Ich weiß nur, dass es anstrengend war und dass es schwer war. Okay, naja, ich habe ja gespeichert und der Todesgott wird sich weiterhin hier sehr erfreuen an diesem Level, ja. Also wir sehen ja schon, da ist eine Stachelwand und ja, und es lädt. Ist da irgendwie was? Nein. Wir müssen nur zusehen, dass wir hier rauskommen. Au. Ja, da will ich eigentlich hin. Und wir sehen, es ist anstrengend. Also wir müssen halt hier dann die Tür noch aufmachen. Und dann können wir hierher. Und dann sind wir doch über dem Medipack. Dann ist das vielleicht doch nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ja, jetzt haben wir hier nämlich noch eine weitere Nische. Und da sind wir dann in einer Turmruine drin. So viel kann ich schon mal verraten. Na gut, wir können uns das hier schon mal angucken. Uff, das war knapp. Ja. Okay, wir leben noch. Gerade so. Gerade so. Okay. Oh, Alter. Ich will mich doch hier einfach nur mal in Ruhe umgucken. Okay, da haben wir ein kleines Medipack und da geht's. Ja, da ist diese Tür, okay. Also ich glaube, man kann eben nochmal auf die Rückwand, auf die Rückseite der Stachelwände kommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Vielleicht habe ich das auch gerade falsch rum gemacht und ich hätte es genauso rum machen müssen. Und wir finden jetzt irgendeinen Hebel, um diese Tür aufzumachen. Das kann nämlich auch sein. Aber dann hätte ich halt, da komme ich jetzt eben nicht mehr an das große Minipack ran. Das hätte ich dann jetzt vorher nehmen müssen. Moment, wir wollen natürlich alles hier uns angucken und ausprobieren. Okay. Also ich meine, wenn beide Stachelwände natürlich gleichzeitig losgehen, dann haben wir natürlich nicht hier irgendwie eine Chance. Ich springe hier erstmal hoch. Genau. Und jetzt muss man irgendwie. Lara, beeil dich! Oh, das war knapp. Okay. Genau. Kommen wir jetzt hier an die Munition noch ran? Oh. Bitte. Nein. Shit. Das heißt, an die muss ich trotzdem versuchen ranzukommen. Okay. Genau, und damit kommen wir dann nämlich nicht mehr an das große Minipack ran.
Es sei denn natürlich, die Tür öffnet sich nochmal irgendwie durch einen externen Schalter, aber ich glaube, wir finden halt hinter den Stachelwänden den Schalter, um diese Tür zu öffnen. Okay. Nein, nicht Zeit damit verschwenden. Ah. Ah, okay, jetzt habe ich hier Zeit. Ja, wenn. Warum macht sie es nicht? Nein! Oh. Okay, also die zweite Wand wird jedenfalls erst. Also die oberste wird erst getriggert, wenn wir da auch auftauchen. Das ist angenehm. Das ist sehr, sehr angenehm. Was tut man nicht alles für ein Päckchen MP5-Munition? Okay. Wir gönnen uns das. Wir gönnen uns das. Warum macht sie es nicht? Warum macht sie es nicht? Gerade eben hat sie es doch gemacht. Okay, Mädchen. Also, wir üben das jetzt nochmal. So. Genau. So schwer ist es nicht. Okay, wir speichern. Wahrscheinlich muss ich mich da irgendwie schon mal so an die Kante stellen. Ja, das war die falsche Taste, okay. Danke, danke. Genau, jetzt gibt es hier nämlich auch noch einen zusätzlichen Pfad, richtig. Abandon Hope. All you who enter here. Für alle, die hier, ja, die hier durchgehen, die sollen die Hoffnung fahren lassen. Ach stimmt, wir haben ja sogar hier unten noch mal eine Stachelwand. Erstmal speichern wir das. Und dann sammeln wir uns hier das alles in Ruhe ein und sind total happy. Ja. Hier unten gibt es auch noch mal ein großes Medipack für uns. Ja, sehr schön. Danke. Es ist, ja. Irgendwie möchte sie heute nicht so ganz, so wie ich will. Das kann heiter werden für das, was jetzt noch vor uns liegt. Oh, das ist ein Secret. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich wollte schon sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wo die ganzen Secrets hier sind in dem Level. Ja, dann hat sich das doch gelohnt mit den Strapazen. Sehr schön. Also an ein Secret kann ich mich noch erinnern. Nee, obwohl, nee, da gab es zwei Secrets an dieser einen Stelle. Ja, dann weiß ich, wo der Rest ist. Okay, weil ich glaube, es gibt wieder nur drei Secrets in diesem Level. Aber wir können ja auch mal nachgucken. Eins von drei, ja. Okay. Ja, ich glaube, dieser Hebel öffnet jetzt eben das Gitter dort, wo das kleine Minipack davor ist. Ja, wir speichern und probieren es aus, würde ich mal sagen. Ja.
Ja, ich glaube, das bringt uns jetzt hier nicht mehr wirklich was, diesen Hebel zu drücken. Ja, nee, nicht wirklich. Okay, wir schnappen uns trotz alledem mal das kleine Medipack. Und dann gucken wir uns das hier mal an, was es hier ist. Also für alle, die hier reingehen, die sollen die Hoffnung fahren lassen. Ja, das ist keine so tolle Übersetzung jetzt meinerseits. Und ist vielleicht auch keine so tolle Idee, hier reinzugehen, denn wir sehen schon, da sind Striche an den Wänden. Da hat jemand Tage abgestrichen, der dort höchstwahrscheinlich irgendwie abgesessen hat. Also es scheint irgendwie hier ein altes Verlies zu sein. Ja, und mit dem Abandoned Hope, ja, also das, was da auf diesem Korridor ist, das ist auch wirklich, dagegen ist das, was wir gerade eben hier hatten, nichts. Das ist auch nochmal sehr, sehr schwer. Wir gucken uns das mal an, was es damit auf sich hat.